Wir hatten eine einklassige Schule in Kollochheim, wo vom 1. bis zum 8. Schuljahr alle in einem Raum unterrichtet wurden. Das 1. und 2. Schuljahr, die kamen dann erst um 10 oder um 11. Die hatten in der Anfangszeit nur 2 Stunden Unterricht. Und der Lehrer hat immer 2 Schuljahre zusammengefasst, das 7. und 8., das 5. und 6. haben den gleichen Stoff gelehrt bekommen. Und während er die Aufgaben an die eine Klasse gegeben hat und die haben gearbeitet, konnte er sich mit der nächsten Klasse befassen, sodass das eben auf diese Art und Weise ablief. Aber später wurden wir schulisch mit Neudietendorf eingemeindet, sodass also in Kollochheim nur noch das 5. und 6. und die übrigen Schuljahre nach Neudietendorf gehen mussten. Das war eine Viertelstunde Fußweg. Wie wurde dann der Unterricht gestaltet, wenn so viele Schüler zusammensaßen? Wie lief das ab? Heute ist es ja nach einzelnen Klassen getrennt. Ja, wie ich schon erwähnte, hat der Lehrer der einen Klasse, dem 5. und 6. Schuljahr, eine gewisse Aufgabe gegeben und konnte sich dann mit der 7. und 8. beschäftigen. Die bekamen auch ihre Aufgaben und dann konnte er die übrigen Jahrgänge bedienen. Und das lief alles geordnet ab? Das lief geordnet ab. Und da gab's dann Probleme, dass man, während man versuchte, seine Aufgaben zu tätigen, aber der Lehrer gleichzeitig die andere Klasse unterrichtete, die anderen Schüler unterrichtete, gab es da Schwierigkeiten? Eine gewisse Disziplin wurde verlangt, das wurde auch durchgesetzt. Und damals war es auch keine Seltenheit, dass wenn jemand eine schwere Verfehlung begangen hatte, dass er mal eine Ohrfeige bekam.